Hallo, in diesem Video zeige ich euch kurz, wie der Befehl traceroute unter Windows unter der Kommandozeile funktioniert. Ich gebe dazu traceroute ein und sage zum Beispiel www.heise.de, Enter. Nun lasse ich das Ganze laufen und schaue mir an, was passiert. Was nun im Hintergrund passiert, traceroute sendet sogenannte ICMP-Pakete. Schreibt man so ICMP für Internet Control Message Protocol an den Zielserver an www.heise.de, beginnend mit einer Time to Live von 1. Der erste Router sozusagen, der das Datenpaket nun weiterleiten soll, setzt die Time to Live nun auf 0, da immer eine abgezogen wird, und verwirft es. Nun sendet der erste Router an mich, an den Absender bzw. die Source IP, einen Error quasi zurück, dass das Datenpaket verworfen wurde. Dann geht Windows her und setzt die Time to Live 1 rauf auf 2 und kommt dann zum zweiten Router. Das ist in meinem Fall 10.00.138. Der setzt nun wieder 1 runter, schickt wieder einen Fehler retour und so arbeitet sich traceroute nun sozusagen bis zu maximal 30 Hops bis zum Ziel www.heise.de in Deutschland durch. In dem Fall sehen wir, dass hier 9 Hops dazwischen liegen, 9 Router passiert werden müssen, bis das Datenpaket beim Ziel angekommen ist. Und hier dazwischen sehe ich sozusagen die Ping-Zeiten, die das Paket zur ersten Zwischenstation, zur zweiten, zur dritten und so weiter braucht. In dem Fall ist das hier mein WLAN-Router, das ist mein A1-Modem, das sozusagen noch in meinem Haus steht. Und hier schätze ich, entweder hier oder hier komme ich dann zum sogenannten Digital Subscriber Line Access Multiplexer, kurz DSLAM. Digital Subscriber Line Multiplexer, der quasi meinem WLAN von der Post steht. Und alles weitere ist jetzt irgendwo im Netz von der 1 bzw. dann im Netz von Plusline bei einem Provider in Deutschland. Hier könnte man noch irgendwo spekulieren, sitzt der sogenannte BRAS, der Broadband Remote Access Server von A1, auf den ich mich einwähle, und dann wird das Ganze irgendwo ins deutsche Netz hinübergehen. Ich hoffe, das Video hat einigermaßen zum Verständnis des Befehls beigetragen. Tschüss und Baba.